Willst du andeuten, dass es hier spukt? Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Okay, erstmal Zimmer 13. Ich sehe auf der Uhr hinten nur 1 bis 12 und er hat uns den Schlüssel von Zimmer 5 gegeben und hat zu 5 Uhr gegriffen. Sprich, Zimmer 13 ist da schon mal nicht auffindbar. Das ist ein ganz sonderbares Zimmer. Naja. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Naja, Minnetekel, ein seltsamer Name für ein Hotel. Minnetekel? Seltsamer Name für ein Hotel? Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage. So, seltsamer Ort für ein Hotel. Seltsamer Ort für ein Hotel? Direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Okay. Kennst du denn die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar, im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Ha? Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Oh Gott. Ich sehe schon. Da komme nicht weit. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Okay. Okay. Rezeptionist. Alles klar. Wir gehen mal nach da vorne. Sieht nach Kantine aus. Und es ist eine Kantine. Hier haben wir eine Kerze, die wir nicht mitnehmen können. Hier haben wir Fische und Äpfel und Käse und Bonbons. Und zur Rezeption geht's da lang. Wir haben sogar eine Origami-Serviette. Oder ist es einfach nur hässlich? Je nachdem. Ein Salzstreuer. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Hm. Wow. Nimm mal mit. Und ein Pfefferstreuer. Dr. Übel Pfeffsnack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Hm. Ja, nimm doch mal mit. So, also mein Salz und Pfefferstreuer, das ist nicht verkehrt. Unseren Zimmerschlüssel Nummer 5 haben wir. Und da hinten ist ein Korkenzieher. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Plopp. Den nehmen wir auch mal mit. Was haben wir hier noch so? Hier haben wir noch eine Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, na lecker. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Alles klar. Ah, wir haben Staub in der Tasche. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Naja, den werden wir schon noch irgendwie brauchen können. So, ein Bild. Ein schönes Bild. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet,
der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Tja, dann riecht's doch mal gerade hin. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Tja. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Tja. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Tja, so banal das klingt. Staub drauf. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Deine Mutter. Ist das schlecht. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Deine Mutter. Oh Gott, ist das schlecht. Okay. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Gott, jetzt wird's peinlich. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Okay, den kennen wir. Jetzt kommt's. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Deine Mutter. Oh Gott. Okay, die Mutter müssen wir uns merken. Da müssen wir noch mehr Gegenstände kombinieren. Das ist ja hart dran an der Verzweiflungstat. Naja. Aber sonst haben wir hier nichts mehr. Hier haben wir auch keine Schränke mehr, die wir öffnen können. Also die Mutter müssen wir irgendwann nochmal lösen, das ist klar. So, zur Rezeption. Hier geht's raus. Gut, dann müssen wir wohl weiter unten. Genau, da geht's zur Rezeption. Da werden die Zimmer sein, schätze ich mal. Da schauen wir noch glatt mal hin. So, ja, das sieht schon sehr nach Zimmer aus. Zimmertür, Schrank, Zimmertür, Zimmertür, Zimmertür. Da geht's noch nach unten, so wie es aussieht. Da auch. Da geht's raus. Na gut, nehmen wir mal gleich die erste Zimmertür links. Da, immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist das Gizmo? Doch. Und ein dumpfes Klopfen wird seine Ankunft vorausgehen. Ach nein, nicht Gizmo, sondern... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, elf mich nicht nach, du. Moment mal. Der Seher von... Genau. Ich kenn dich. Du bist... sehr beschäftigt. Nein. Du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Richtig. Oh, doch, du lügst. Bist du. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du Wahrsager bist. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Tja, hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Aha. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Naja, was soll dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ach, ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer, wir kommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten. Da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bippo, bippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Louis? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. nein. Nicht.
Was soll dieser seltsame Aufzug? Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug »Das Ende ist nah« eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menetekel. Naja, lass doch das Theater. Ich hab dich schon längst durchschaut. Lass das Theater. Ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht. Ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Hä? Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart. Um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Naja, die Welt wird heute nicht untergehen. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Wie kommst du drauf, dass die Welt untergehen wird? Kann ich deine Kutte haben? Was treibst du da eigentlich? Naja. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Na, ich werde eurem abergläubischen Fuzzi-Verein trotzdem das Handwerk legen. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Das ist ein wahres Wort. Wie kommst du drauf, dass die Welt untergehen wird? Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Doch. Und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Tja, kann ich denn deine Kutte haben? Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Ach komm schon, gib die Kutte her. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, ich bin schon raus. Klappe, Hellseher. Ich habe... Ja.
Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Na, das kann eine Weile dauern. Da wünsche ich dir viel Spaß hier mit diesem komischen Käfer. Verstehe. Na, das kann eine Weile dauern. Naja. Na gut. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Ach, sagst du,